Herzlich willkommen im Werk von Terex Atlas am Standort Delmenhorst. Heute zeigen wir Ihnen, wie ein Ladekran entsteht. Vom Aufbau bis zur Anwendung. Eine hochmoderne EDV-Technik bietet unseren Konstrukteuren hervorragende Handhabung bei der Entwicklung neuer Produkte. In der Stahl- und Schweißfertigung achten hochqualifizierte Facharbeiter stets auf die Arbeiten des programmgesteuerten Schweißroboters. Eine hohe Fertigungstiefe steht für Qualität. Das ist ein Punkt bei der Erstellung der Hydraulikzylinder. Hier kommt es auf präzises Arbeiten an. Die Zylinderfertigung bei Terex Atlas garantieren eine lange Lebensdauer und eine sehr gute Verarbeitung. Kurze Wege bei der Materialbeschaffung bieten eine zügige Zusammenstellung der Bauteile. Die Basis für einen Ladekran mit hoher Lebenserwartung wird in unserem Produktionsstandort montiert. Mittlerweile erkennt man den Unterbau des Ladekrans, der in einer Fertigungsstraße produziert wird. Mit 150 Grundgeräten aus 33 Krantypen. Nutzlastmomenten von 13 bis 600 kN und Reichweiten bis zu 30 Meter haben Atlas-Kunden alles im Griff. Auch eine hochwertige Zwei-Komponenten-Lackierung ist bei Terex Atlas Standard. Über 1500 Hydraulikleitungen werden im Werk Delmenhorst für die verschiedenen Krantypen produziert. So ist jede Hydraulikleitung mit einem Computerprogramm erfasst. Kundenwünsche bezüglich der Farbauswahl werden berücksichtigt. Ein Terex Atlas Ladekran wird mit hochwertigen Komponenten und neuesten technischen Standards montiert, wie zum Beispiel Hydraulik, Schlauch und Steuerleitung.
Unsere Terex-Mitarbeiter arbeiten an den modernsten Vorrichtungen für reibungslose Arbeitsgänge in der Kranfertigung. Die Gewichte im neuen Prüfzentrum sind ein wichtiger Bestandteil der durchzuführenden Tests. Alle Ergebnisse werden per Computer überwacht und hinterher ausgewertet. Jeder Terex Atlas Ladekran durchläuft ein aufwendiges Prüfverfahren und wird auf seine Anforderungen vorbereitet. Der Service Center von Terex Atlas in Delmenhorst ist für seine Kunden jederzeit erreichbar. Ein lückenloses Händler- und Servicenetz mit insgesamt 35 Händlern in Deutschland, 54 Händlern in Europa, 30 Händlern außerhalb Europas ist die Kompetenz, die unsere Kunden von uns erwarten können. Erst nach eingehenden Qualitätsprüfungen erhalten unsere Ladekrane das Terex-Gütesiegel und dürfen das Produktionswerk verlassen. Eine fachmännische Montage auf Ihrem LKW wird ein Vertragshändler von Terex Atlas durchführen, damit Sie schon bald zügig an die Arbeit gehen können. Der Ladekran wird nun auf dem LKW verschraubt. Die Hydraulikleitungen werden fachmännisch installiert. Für einen festen Stand sorgen die Hydraulikstützen. Danach kann der Ladekran zum Einsatz kommen. Bevor der Ladekran seine Arbeit beginnen kann, müssen die Stützen ausgefahren werden, damit die Standsicherheit gewährleistet ist. Die Vielseitigkeit des Ladekrans ist abhängig von den verschiedenen Transportvorrichtungen, wie hier im Bild zu sehen ist. Ein Terex Atlas Ladekran überzeugt nicht nur in der Produktion. Besonders im Einsatz ist eine einfache und sichere Bedienung durch das ACM-Steuerungssystem gewährleistet.
Durch unseren ständigen Einsatz und das Feedback unserer Kunden bieten wir Ihnen eine breite Vielfalt an Ladekranen. Werden auch Sie ein zufriedener Terex Atlas-Kunde? Wir tun alles dafür.